In Elmshorn im Kreis Pinneberg hat ein Mann gestern am späten Nachmittag aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses geschossen. Verletzt wurde niemand. Das SEK stürmte die Wohnung und konnte den 34-Jährigen festnehmen. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Warum der Mann geschossen hat, ist noch unklar. Insgesamt 13 Streifenwagenbesatzungen der Polizei, Bundespolizei und Spezialeinsatzkräfte waren vor Ort.